Hallo und herzlich willkommen, Leute, was soll ich euch sagen? Ich habe die Quest angenommen, ich habe die Quest gemacht, beschlossen, dass wir umziehen und das habe ich alles gemacht, ohne aufzunehmen. Seht's mir nach. Das war jetzt auch schon wieder so eine... Das nehmen wir mal... Ah ne, komm, wir nehmen das hier mit. Können wir mit schießen, ist immer wichtig. Und richtig. Hast du irgendwas, was schießen kann? Gewehr oder so? Ne. Ja, schwierig. Und zwar, seid ihr in dem Prozess... Habe ich eine Quest angenommen? Ne, ne? Seid ihr in dem Prozess gelandet, dass ich... Wieder beinahe hast irgendwelche Aufgaben für mich? Beseitige Zombies in der Nähe. Ja. Und zwar habe ich die Tankstelle mit dem Bunker drunter gemacht. Hier. Hab das auch gekennzeichnet. Ich glaube, werden hier auch unsere Basis hinbauen. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir dass wir nochmal zum Bunker zurückgehen, weil das eh meine Güte, Wortfindungsstörung heute, weil das eh in die Richtung geht. Dann würde ich sagen, fahren wir jetzt einmal zum Bunker. Ich stelle euch den nochmal vor, Schande über mein Haupt. Und sage euch so ein bisschen, was ich mir darunter gedacht habe, was ich mir vorgestellt habe, aber ihr werdet das kennen. Ja, das ist jetzt nicht sowas Neues. Also der Bunker ist nichts Neues, den kennt ihr. Und ich glaube, wer die Pre-Alpha gesehen hat, die, ich komme nicht drauf, die Not-Stable-Version, ja, da hatte ich schon mal von gesprochen, dass wir den, oder dass ich den ganz gerne haben wollte. Jetzt haben wir den hier bekommen. Gut schauen, wo wir hin müssen. Ja, ich weiß nicht, ob der das hier... Oh Mann, ey. Oh Mann. Ja, das ist der Bunker. So, und zwar lassen wir mal alles hier. So, und zwar, ihr kennt den Bunker. Wir werden den Bunker so nehmen, wie er ist. Wir werden hier oben eine Skischarte reinmachen. Ein bisschen. Dass wir hier durchkommen auf jeden Fall und von oben aus wirken können. Weil das ist 5000 und das ist, glaube ich, sogar 15.000. Also von daher, ich glaube, gar keine Frage. Ich glaube, dass wir hiermit auch ganz gut aufgestellt sind. Ich würde jetzt einfach mal random alles hier lassen. Und würde dann die Kisten drüben leer machen. Ach, jetzt ist das Fahrrad oben noch voll. Die nehmen wir mit. So, müssen wir mal schauen. Hier oben können wir es nämlich schön zumachen. Das können wir zumachen. Alles prima, oder? Mal ernsthaft, jetzt ist glaube ich, ganz gut. Welche Erkenntnis hatte ich? Ich hatte die Erkenntnis, dass er mir gerade ein bisschen am Popo vorbeigeht. Ja, ich hatte die Erkenntnis, dass das einfach war wie die Level 1 Quest, nur mit doppelt so vielen Zombies, die auf einmal irgendwo random gespawnt sind. Also die sind einfach doppelt gespawnt. Hier waren zwei von diesen Dicken drin und zwei Damen. Also das war schon ein bisschen. So. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Wenn ich zu der Basis rübergefahren bin. Ja, den Weg erspare ich euch jetzt mal kurz. Ich melde mich dann gleich zurück, wenn wir hier angekommen sind. Trautes Heim, Glück allein. Gerade überlegt, wo ich hier so hingelaufen bin. Das haben wir leider ausgebaut, ne? Zum Glück nicht viel mehr. Ich hätte mir vielleicht wenigstens eine Kiste mit, eine Axt mitnehmen sollen. Das wäre pfiffig gewesen.
Ja, schwierig. Ah, noch schwieriger. Dann werden wir gleich nochmal umziehen. Also wenn wir... Ja, Leute, soll ich mich einfach melden, wenn wir den Bunker bezogen haben? Ja, das macht ja so relativ wenig Sinn. Jetzt düsen wir wieder durch. Ich glaube, ich werde nochmal eine Axt gleich auch mitnehmen. Alles klar. Dann würde ich sagen, bis gleich. Das ist doch relativ laut, wenn wir uns das mal überlegen. Da rein. Das muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Habe ich das schon mal? Machen wir das mal kurz so. Easy. Na komm. Ja, wir müssen das auf jeden Fall hier einmal ausbauen. Ne? Da wird es, glaube ich, nicht. Die sich da auch mal drüber geglitscht haben. Vor allem bei der Geräuschkulisse. Aber damit werden wir uns beschäftigen. Morgen. Also am nächsten Tag. Okay, gut. Ich düse einmal wieder rüber. Bis gleich. So. Ja, wir lassen das Huhn mal kurz Huhn sein und holen auch kurz unsere Sachen hier raus. So, die Fackel nehmen wir gleich auch noch mit. Ist die Frage, kann ich das abbauen? Ich weiß nicht. Kochgerät damit. Ich glaube, das ist jetzt daran gebunden, ne? Ja, muss man mal gucken. Ein bisschen überladen. Ich schaue, dass bis jetzt noch keiner hier war und sich darüber beschwert hat, über die Ruhestörung. Ah, wir machen uns den Bunker schon schick. Bin ich fest von überzeugt. Dann sind wir auch wieder im Boden drin, aber halt tiefer, ne? So. Ne, die nehmen wir nicht mit. Das ist zu viel. Den nehmen wir mit. Stellen wir gleich hier am besten und dann sind wir komplett lost. Ja, weiß ich nicht, ob das Sinn ergibt, ne?
dauert halt auch schon echt lange. Und bringt uns genau eine kaputte Axt. Machen wir mal kurz, aber ich weiß nicht. Ein Holz. Zwei Holz, drei EP. Also ich glaube, es ist einfacher, wenn wir einen Baum fällen. Oh, hallo. $9. Wow. So, hier ist noch die Fackel, die nehmen wir mit. Da ist noch eine Fackel, die nehmen wir mit. Ist hier noch was hinter? Ich glaube nicht. Okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich drüben wieder. Und dann räumen wir mal ein bisschen aus und sortieren ein bisschen. Bis gleich. So. Leute. Ach, hier ist er bestimmt durch. Deswegen. Und hier. So, machen wir mal hier ein bisschen Licht rein. Nee. Ah, das ist wieder so ein... Ja, nice. Aber da haben wir eh Licht. Lass uns mal hier... Ständer hinpacken. Das ist halt auch Murks hier, ne? Ist mal alles auf dem Boden weg, was Lärm machen kann. So krass. Hier ist noch echt hell drin dafür, dass eigentlich kein Licht da ist. Haben wir Schlafsack. Okay, ich würde sagen hier hinten, wir nehmen den mal kurz weg hier. Dann reißen wir es halt ab. Okay. Jetzt ist die Frage, können wir ein Lagerfeuer machen? Nee, weil wir brauchen Steine. Hier müssen wir ziemlich viele Steine drin haben. Nächste Frage ist... Ja, ich glaube, wir müssen mal gucken. Ja, nehmen wir dann mal weg. Das ist alles 100, das geht klar. Okay. Hinter ist noch sowas. Oh, schön. Müssen wir mal schauen. Wie wir uns denn hier einrichten, ne?
Wir sagen, hier machen wir erstmal die Speicher hin. Also Speicher wie. Muss ich mal gucken. Das ist alles sehr laut. Ich hoffe, die nehmen uns das nicht so übel, die Nachbarn. Wenn ich den hier zwischen kaputt mache, komme ich nicht dran, oder? Ne. Okay. Reparieren wir die mal. Weiter geht's. So. Die haben wir auch mal weg hier, die Kiste. Jetzt ist die Frage, wie richten wir uns ein? Kurz eine andere Frage klären. Ja, habe ich mir gedacht. Ja, du fließt. Wir können quasi nur eine Decke darüber machen. Okay. Das schon mal geklärt. Würde ich sagen. Ihr müsst da jetzt einmal durch, das tut mir leid. Wir machen hier. Ist halt schwierig, ne? Wir machen hier unsere Kisten hin und hier drüber so kleine Kisten, die zur Versorgung sind. Wisst ihr, was ich meine? Kiste. Nee, so nicht. Okay. Läuft gerade bei mir. Kiste. Gesicherte Aufbewahrungstruhe. 1, 2, 3. Fertig. Jetzt ist die Sache. Wisst ihr, was ich meine? Hier drei Stück hin. Und hier drunter dann Kochstelle, Schmiede und hier die Werkbank. Oder machen wir hier Schmiede, Werkbank, dann haben wir noch eine Chemiestation, ne? Das kriegen wir auf jeden Fall alles nicht hier hin. Müssen wir mal gucken. Wie wir das am besten machen. Machen wir erstmal zwei Stück hier oben nehmen. So, dann brauchen wir Truhen. Also nein, wir brauchen eine Kiste. Das ist gut, dann können wir die gleich schon mal. Ich brauche Nägel. Wie wäre es mit einer, hier haben wir 5 Nägel und ich brauche 10 Nägel, richtig? Für eine Kiste? Ja. Nice. Und was brauche ich für Nägel? Eine Schmiede, richtig? Passt auf. Nice. Lagerfeuer. Jetzt ist die Frage, machen wir das Lagerfeuer hin gemütlich? Okay, das hier wird nur Deko werden. Das sieht ganz süß aus. Okay, passt auf. Machen hier das Lagerfeuer hin. Und befüllen das Lagerfeuer mit einem Kochtopf.
Und machen noch ein Lagerfeuer. Befüllen dieses Lagerfeuer mit einem Kochtopf. So, dann packen wir hier oben erstmal alles hin, was wie Essen aussieht. Was wir darin kochen können. Das kommt da gleich nicht rein, aber das... Oh, wir haben auf jeden Fall genug Fleisch erstmal. Und wir können gleich noch eine Fackel bauen. So. Essen, trinken. Extra kauen. Ich weiß nicht, ob es der eine oder andere noch kennt. So, da packen wir alles mal hier rein. Kartoffeltieren und so weiter. Der Messbecher. Oh, Messbecher sieht man aber nicht mehr als Unterschied. Schade. Fett packen wir hier mit rein. Die Frage, wo packen wir die hin? 1, 2, 3. Frage erledigt. Dann können wir sofort, das ist Kaffee. Ja, einen Baum pflanzen wir hier bestimmt nicht. Den könnten wir mal hier, den pflanzen wir im Eingang hier. Bin gespannt, wie der nachher aussieht. Ansonsten haben wir hier nichts, was wir wirklich anpflanzen können. Was essen habe ich? Medikamente müssen gleich mal gucken. Was mich halt ärgert, dass wir keine Nägel haben. Und wir das in diesen dusseligen Thron reinpacken müssen. Kaffee. Was haben wir hier? Goldrute. Okay. Die werde ich schon mal pflanzen. Das wäre jetzt der Hammer, wenn ich die hier nicht aufstellen kann. Dann hat sich das richtig gelohnt. Ja, gute Frage, weiß ich nicht, was da jetzt genau das Problem ist. Die Fackel. So. Keine Ahnung. Das werden wir verändern und dann werden wir das zwei Bahnen reinmachen. Kaffee freigeschaltet, sehr schön. So. Brustpanzer. Die Rohre. So.
reparieren. Ja, das wollte ich noch nicht retten. Ja, komm schon. Also hatte ich schon repariert, okay. Kürbis. Ich glaube, das funktioniert hier drin nicht. Goldrutensamen. Hier auf jeden Fall verkaufen. Der Munition müssen wir noch mitnehmen. Und dann müssen wir jetzt gleich unbedingt gucken, dass wir Nägel kriegen. Hilft dir alle nichts. Was wollen wir ohne Nägel machen? Können ja schlecht jetzt. Was ist die andere Munition? Schrot? Oder hatten wir oben noch eine hier? Ja, trautes Heim. Glück allein, ne? In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen. Lasst mir ein Abo oder lasst mir ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.